Willkommen auf meinem Kanal. Es geht weiter mit Farmers Life. Ja, es ist immer noch Winter und unser Tierfuhrpark präsentiert sich hier einmal. Ne, die Emma, Flauschi und da hinten Humpelpumpel. Und wir haben ja mittlerweile vier Hühner. Ich habe noch zwei gekauft, jetzt habe ich vier Hühner. Eier satt, Eier ohne Ende. Ich habe keine Lust. Ach, Kasimir, mal ganz ehrlich. Reiß dich zusammen. So, ich gebe jetzt erstmal die Eier ab. Wir hatten ja, sollten ja Eier holen für die Sophie. Die gebe ich jetzt erstmal ab. Dann sollte ich. Ja, gut, ich hätte jetzt auch den Weg sparen können. Ich hätte auch gleich die Bretter machen können. Wobei ich weiß gar nicht, wo die hin sollen, die Bretter. Naja. Weil ich hoffe ja, dass ich auch noch irgendwie neue Rezepturen kriege für irgendwelche Alkoholgeschichten. So, Sophie, du wolltest. Ah ja, genau. Gibt es eine Belohnung? Na, immerhin. Kann ich noch helfen? Frische Milch. Oh! Das wird langsam wirklich verdächtig. Ich habe auch Milch von Philipp zu verkaufen. Sie ist fast immer dünn. Als ob sie mit Wasser verdünnt wäre. Außerdem riecht sie irgendwie so komisch. Gibt er seinen Kühen verrottetes Heu oder sowas? Kunden beschweren sich, dass die Butter aus dieser Milch seltsam ist. Ich weiß nicht, ob du eine Kuh hast. Ja, ich habe eine. Oder nicht. Aber vielleicht könntest du mir irgendwie helfen. Sag ja. Aber wer hat denn. Ne, das wird nichts mit der Bärenfalle. Zucker. Zucker nehme ich auf jeden Fall mit. Ich brauche Zucker. Nee, nicht Salz. Zucker brauche ich. Komm, 12 Zucker. Ich hab's ja. Wo? Antibiotika, Milch. Alkohol muss ich kaufen. Ich soll mich ja betrinken. Ja, nehme ich das Bier noch mit. Weil ich soll mich doch. Das war aber teuer. Ich soll mich doch betrinken und dann irgendwas mit Hendrik. Soll ich mit Hendrik reden, glaube ich. So, machen wir die ganzen Dinger mal zu hier. Starker Kopf. Du kannst mit. Ja, okay, das war Hendrik, genau. So, und jetzt steht da. Betrinke dich ordentlich. Ich selbst bin neugierig, was Hendrik eigentlich für ein anständiges Getränk hält. Ich wette, ein Fläschchen reicht nicht aus, um seinen Ansprüchen gerecht zu werden. Okay, also ich soll mich betrinken. Ja, wie kriegen wir denn? Oh, der will schon wieder kämpfen, Mann. So, noch ein. Und noch ein. Oh, ja, habe ich gemacht. Oh. Hallo, ihr Hendricks. Nee, dann soll ich noch kämpfen? Ja, komm. Ja, besoffen kämpfen, das ist richtig gut. Au! Ah, oh, meine Leber tut schon wieder weh. Und das nicht, weil Hendrik draufgeschlagen hat, sondern weil ich besoffen bin. Au! Hendrik, lass das! Mann, das muss doch nicht sein. Das muss doch nicht so enden. Okay, da treffe ich ihn nicht. Ja. Und gleich kriegst du eh wieder eine Flasche über den Kopf. Es läuft doch immer aufs Gleiche hinaus, Henrik. Du kommst da nicht von weg. Und zack. Jawohl. Und schon klaue ich dir wieder alle Sachen, die du hast. Ja gut, Apple. Oh, ein Bierchen, ne? Schönes Bierchen. Ja. Und das hier. Aber er wollte mir doch eigentlich irgendwas erzählen. Betrink dich ordentlich. Ja, habe ich gemacht. Rede mit Hendrik. Vielleicht würde ein Schluck von meinem Slivovitz deine Zunge lockern. Okay. Ja, nun wird er gleich nicht mit. Ja, du hast Hunger, das kann ich verstehen. Nun wird er gleich nicht mit mir reden, weil jetzt hat ihn gerade niedergekloppt. Henrik, ist Kampf ist vorbei. Ach, rede mit Henrik. Gibt es eine Belohnung, dass ich mit ihm geredet habe? Starker Kopf. Reden wir? Hafermeische. Richtig gut. Danke, Henrik. Danke. Du bist ein wahrer Freund. Du hast gefunden und ich habe einen Bunker gefunden. Ach ja, genau. Der wollte mir die Standpunkte von einem Bunker sagen. Hier ist ein Bär. Da ist ein Bunker. Da irgendwo ist ein Bunker. Jetzt wird es aber dunkel. Ich gehe hier bestimmt nicht nachts in einem Bunker. Ich bin ja nicht lebensmüde. Bretter könnte ich noch machen. So, gehen wir nach Hause. Ich könnte noch ein paar Bretter machen. Ja, wobei, heute ist doch ganz schön dunkel. Wobei, ja, geht eigentlich noch. Ja, Humpelpumpel. Geht's dir gut? Oh, ich will nicht in den Feller brennen. Ja, 100%, alles gut. Oh, guck mal, die Emma. Emma geht's auch noch gut. Noch nicht hungrig.
Ja, und Flauschi geht's eigentlich eh immer gut, ne? Flauschi ist so das einzige Tier, das hier eigentlich nichts leistet. Einfach nur da ist. Er heitert mich ja nicht mal auf. So, habe ich die Axt dabei? Ich habe die Axt dabei. Ja. Dann hauen wir mal hier einen Baum um. Oh, hier liegt ja noch was. Warte mal, kann ich gleich... Kann ich das nicht gleich Bretter draus machen? Ja. Ja, dann machen wir gleich 10 Bretter. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ach, waren 20? neue Bretter. Es waren 20, ja. Dann bin ich wahrscheinlich überladen, wenn ich 20 habe, ne? So, noch. Oh, hier ist ja noch einer. Mann! Das ist ja richtiges. Ah, ne, den kann ich nicht benutzen. Richtiges Schlaraffenland hier. Haben wir noch irgendwo einen Baum hier liegen? Nee. Na komm, dann legen wir einen um. Also einen Baum. Niemand sonst? Okay, was ist das für ein, Doppelbaum hier? Soll ich mal gucken, ob der in die Richtung fällt? Er fällt überhaupt nicht gut. Doch, er fällt jetzt, jetzt. Hat aber gedauert. Oh, das ist ein ganz schöner Brocken. Rums. Kann ich jetzt eigentlich auch direkt sägen? Nee, muss man schon... Achso, ich muss erstmal die Äste wegmachen, genau. Erstmal alles wegmachen hier. So, aber ich glaube, ein bisschen was war noch dran. Oder? Nee, ist alles weg. Nee, okay, man muss ihn doch zerteilen. Na, dann mache ich das halt. Da kenne ich ja nichts. So, jetzt aber. Wie viel habe ich denn jetzt? 17? Ich bin schon ein bisschen überladen. Bam, bam, bam. Wo muss ich sägen? Wahrscheinlich genau hier zwischen, ja. Und der Baum, der dreht sich und dreht sich. Nein, ich wollte keine Baumstümpfe. Produziere deine Bretter. Und wer will das jetzt eigentlich haben? Stefan. Schrott-Stefan will das haben. Naja, gut. Eigentlich rede ich mit dem ja nicht mehr, ne? Weil der hat mich ja immer betrogen mit meinem Schrott. Weil die Wood Brothers, die geben viel mehr als Schrott-Stefan. Der gibt nur 15. Und die Wood Brothers, glaube ich, 21? Auf jeden Fall mehr. Hat die Eier? Nee, die kommen hier nicht hin. Noch was hier rein? Nö. Ja, der Eimer vielleicht. Wo ich schon mal da bin, könnte ich aber trinken. So, was haben wir jetzt eigentlich? Januar? Denn ist morgen schon Februar. Ja, meine Herren. Zeit läuft. Ach ja, Kaffee. Kaffee wollte ich machen. Kaffee, 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 Tee, Kaffee. Muss ich mal gucken, ob noch Wasser hier hat. Sonst muss ich den Eimer gleich wieder holen. Ja, ein bisschen ist noch da. Ja, das mit der Asche mache ich leider auch nie. Gebrühter Kaffee. Und ich habe schon wieder den Fehler gemacht, die ganzen Zutaten rauszuholen. Ich brauche das doch gar nicht. So, das war's dann, ne? Ja, es fehlt der Kaffee. Da muss ich aufpassen, das geht jetzt ziemlich schnell. Zack. 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 Ja, jetzt kann ich die ganzen Zutaten natürlich wieder reinpacken. So. Bestätigen. Dann. Ja, es ist eh schon spät. Ne, dann gehe ich ins Bett. Ab in die Kiste. Ja, 6.18 Uhr langt. Das ist früh genug im Winter. Kasimir träumt vom Winter. Kasimir, du brauchst nicht vom Winter träumen. Wir haben Winter. Es ist kalt genug. Und du bist überladen, genau. Bam, bam, bam. Dann die Eier mal weg, genau. Die können hier rein. Nicht, dass die wirklich viel Gewicht ausmachen. Ah, ich muss... Ah, Mann. Die Kuh melken. Das habe ich schon wieder vergessen. Das wollte die Sophie doch. Und ich weiß ja immer noch nicht, wie ich das mache. Hallo Kuh, kann ich die jetzt einfach so melken? Führe, tritt. Nein, treten will ich nicht. Muss ich dafür einen Eimer vielleicht nehmen? Mal gucken. Vielleicht muss ich das im Eimer auffangen. So. Oh, da gibt es ja irgendwie eine Vorrichtung. Und dann wüsste ich nicht, wer sie verkauft. Hier, mach mal in den Eimer rein. Und ich meine nicht groß. Du
Könntest was zu essen gebrauchen, ja. Kriegen wir hin. Wunderbar. Ja, wie mache ich das? Wie melke ich diese Kuh? Da habe ich einen Bullen bekommen. Das kann natürlich auch sein. So, wer wollte denn jetzt was haben? Genau, einmal Stefan wollte was haben. Ein Wildschwein brauchen wir immer noch. Ja, genau. Ich habe eine Kommission und benötige Bretter. Genau, frische Milch. Da muss ich nochmal gucken. Ob Thaddäus da was verkauft? Nee, ne? Wodka geht ja nicht. Achso, kaufe Brot und Butter. Das kann ich auch noch machen. Brot und Butter kaufen. Ich könnte ja mal nach dem Wildschwein kurz Ausschau halten. Die Knarre, da ist sie da. So, Lock and Load, genau. Dabei ist noch sehr dunkel, ne? 7:25 Uhr. Ja. Also, bei den Lichtverhältnissen wird es schon schwierig, ein Wildschwein aufzufinden und dann auch noch zu erlegen. Weil die Sicht ist ja so ein bisschen 0-0 gerade. So, hallo Wildschweine. Ich bin's, der Kasimir. Ich hab euch total lieb. komm, trinken Tee. Trinken Kaffee. Ah, oh. Gott sprach, es werde Licht. Wieso bin ich jetzt eigentlich überladen? Was habe ich denn dabei, bitte? Lass fallen. Ja, ich lasse den Fisch hier hoch fallen. Ne? Wieso bin ich... Ach, wegen der Bretter. Alles klar. Hier liegt ein Wildschwein. Ich habe einen... Das ist meine Falle. Ich werd verrückt. Das ist meine Falle. Ich habe sie wieder gefunden. Ich habe meine Falle wieder gefunden. Aber das zählt bestimmt jetzt nicht, oder? Hm, ich glaube, ich... Ja... Ja. Die Wälder sind voll von ihm. Wenn mir nur nicht die Munition vom Geld. Geduld ausgehen. Was? Werde ich ganz sicher einen schießen. Ja. Alter Schwede. Jetzt bin ich aber ein bisschen überladen. Was ist denn da so schwer? Das olle Wildschwein? Das wiegt 20 Kilo, ne? Ne, das ist Mist. Das Ding wiegt 6. Die Bretter wiegen natürlich ganz schön viel. Ah, ist das nervig. Zack. Packen wir die Bretter mal dahin. Oh, bin immer noch ganz schön überladen. So, ein bisschen Ballast loswerden. Nicht, dass das jetzt viel bringt. Aber vielleicht lässt es mich ein bisschen schneller gehen. Minimal. Und hier ist noch ganz schön viel Müll. Hm. Na verdammt, dann muss ich das selber erlegen. Schade, aber ich habe es doch eigentlich selber erlegen lassen, kann man so sagen. Das Wildschwein. Die Falle habe ich ja ausgelegt. Aber ich wusste gar nicht mehr, dass meine Falle so weit vorne war. Ich habe die viel weiter hinten erwartet. Ich weiß, dass ich sie mal... wo hatte ich sie mal hingestellt? Da bin ich ziemlich weit rein in den Wald gelaufen. Das ist ja schon ewige Folgen her. Genau, und da wollte ich sie an einem ganz bestimmten Baum... Oder habe sie an einem ganz bestimmten Baum abgelegt und dachte mir, den merkst du dir? Ja, und da kam der Frühling... Und da hat man irgendwie gar nichts mehr gesehen im Wald. Das sah irgendwie jeder Baum gleich aus. Das hat sich gelohnt. Ja, mal kurz nach Hause schleichen. Das Wildschwein verstauen. Ich fühle mich traurig, ja. Kann ich verstehen, Kasimir, dass du dich traurig fühlst. Du musst hier ganzen Tag im Winter rumlaufen. Irgendwelche Sachen machen. Na, da muss ich erstmal jetzt die Bretter loswerden. Sonst ist das Käse. Sonst habe ich keinen... Kann ich ja gar nichts mehr aufnehmen. Nach Eier könnte ich gleich mal gucken. Das ist, glaube ich, eine ganz gute Idee. Ja, das sind ja immerhin 4 Hühner jetzt. Und die produzieren natürlich mehr als 2, ne? So, einmal hier, ja, die Falle rein. Und, das Wildschwein packe ich jetzt erstmal hier rein. Und den Fisch packe ich jetzt auch hier rein. So, ich weiß, das gibt wieder Mega. Wieso packst du das da rein? Ja, mein Gott, weil mir danach ist. So. Oh, so viele Hühner. Oh, alles, naja, alles voll nicht, aber schon voller, voller. So, mal her mit dem Kram. Sehr schön. Habt ihr brav gemacht, Mädels. Gut, dann schnell die Bretter holen. Hoffentlich kann ich hier... Na, ich kann dann bestimmt nicht laufen.
Packen wir mal den ganzen Alkohol weg. Ja, guck mal, richtig was los hier auf dem Hof. Ja, guck mal, Humpelpumpel, wie er sich freut. Er freut sich. So, dann Wasser rein. Bierchen rein. Eier auf jeden Fall rein, so viele wie es sind. Ja, sieht schon besser aus. Gut so. Ja, Kasimir, ich weiß, es macht alles keinen Sinn. Das ist alles so trostlos. Und die Angel brauche ich im Moment nicht. Den Dreschflegel brauche ich im Moment nicht. Die Axt brauche ich jetzt eigentlich auch nicht. Und das brauche ich nicht. So, komm, ab in den Wald. Moin, Flauschi. Moin ist gut. Naja, 10.36 Uhr. Naja. Ist das schon eher Mahlzeit. So, jetzt hoffe ich, ich finde meine Bretter. Und ich hoffe, er wertet das jetzt auch immer noch als die Bretter, die ich habe. Mal gucken, ob er das jetzt... jetzt sagt er wahrscheinlich, ich habe... Doch, ich habe noch welche, okay. Der sagt, ich habe 20 von 20. Das wäre total interessant, wenn ich jetzt zu Thomas laufe. War das Thomas? Nee, hier, Schrotti war das. Schrott-Stefan. Wenn ich da hinkie und die Bretter und dann sagt er wahrscheinlich, jo, alles klar, danke. Aber das spare ich mir lieber, den Test. Würde ich nie ausprobieren. So, warum sind das nur 10? Aha, weil da nochmal 10 liegen. Wunderbar. So, ab zu Stefan. Und dann kann ich mir auch nochmal nach irgendwelchen Milchvorrichtungen, nochmal nach irgendwelchen Sachen Ausschau halten, dass ich die Kuh melken kann. Wir hatten da was. Ich meine, gut, Anna wird da nichts haben. Aber ich guck mal. Die hat nur Gemüsekram. Hier bei Thomas gibt es ja nur Fleisch. Na, da gibt es nur Kuh in vollendeter Form. Genau, der hat auch nichts. So, der Philipp hatte ja auch nichts, habe ich festgestellt. Genau. Hm. Also sonst fällt mir noch Johann ein, dass der vielleicht irgendwie zum Melken hat. So, Schrotti. Sauber. Gibt es Belohnung? Jo, Kohle. Reden wir. Was hast du denn? Halt. Kraftstoff hat er. Okay. Es werden dringend neue Bretter benötigt. Ja, das habe ich ja gemacht. Na gut. So. Johann. Sag mir, dass du irgendwas hast, um Kühe zu melken. Du hast einen Hammer. Du hast Handsäge, Heugabel. Kann ich mal kaufen? Habe ich noch nicht. Dann habe ich das in meiner Sammlung. Ich wollte... Ich wollte Dings mitnehmen, ne? Das Brecheisen. Nee, du hast auch nichts. Wie kann ich diese gottverdammte Kuh melken? Das macht mich fertig. So, hatte ich nie noch eine Quest fertig? Schwarzgebrannter geht nicht. Genau, das wollte ich machen. Hafer auf Bestellung. Geht nicht. So, mein Freund. Hendrik, jetzt brate ich dann über. Nein, mache ich natürlich nicht. Dann lass mal noch nach dem Wildschwein gucken. Das muss doch hier irgendwo so ein Wildschwein rumlaufen. Ja, in die Richtung möchte ich den Wildschwein jetzt nicht jagen. Dann latsche ich womöglich noch über die ganzen Minen. Das kann ich nur auch wirklich nicht gebrauchen. Ja, ich will da gar nicht hingucken. Wenn ich da jetzt ein Wildschwein sehe, dann laufe ich hinterher. Ich kenne das doch. Und dann macht's Rums. Entweder das Wildschwein wird dann 1000 Teile zerlegt oder der Kasimir. Ja, dann gibt's Kasimir exploded. So. Wildschwein. Zeig dich. Sei ein braves Wildschwein. Und lass dich einfach erlegen von mir. Das tut auch gar nicht weh. Sag ich jetzt mal so. Ja, was soll das alles hier, Kasimir? Das stimmt. Wir laufen hier durch den Wald und... Ja, du hast ja heute Welpenschutz, hätte ich mal gesagt. Dich suche ich nicht. Oh, da ist ja auch noch Müll. Hier ist ja überall Müll. Ach, das ist hier an der Straße, genau. Die Straße zum Bären. Nee, ich suche doch keinen... Ach Leute, ich suche keinen Hirsch. Ich suche ein Wildschwein. Es muss doch hier irgendwo ein Wildschwein geben. Ich brauche nur eins. Ein Wildschwein. Wahrscheinlich gibt es nur ein Wildschwein auf der ganzen Karte. Nee, es sind schon mehr. Sind schon mehr. Nur gerade sehr schüchtern.
Vielleicht hat sie es auch rumgesprochen, was der Kasimir vorhat. Und das hat sich jetzt hier, da hinten ist ein Hirsch, ne? Ja. Hat sich jetzt rumgesprochen, dass Wildschweine sich lieber mal verstecken sollten. Ja, ein Fuchs. Ich brauche auch keinen Fuchs. Leute, ich brauche ein Wildschwein. Ein wunderschönes Wildschwein, bitte. Aber auf der anderen Seite, wer den Fuchs nicht ehrt, ist das Wildschwein nicht wert. Ja, komm, wir trinken mal einen Kaffee. Ja, schönes Käffchen. Im Wald. Ah, ne, das war ein Fuchs. Hirsch. Und bei meinem Glück läuft mir gleich noch ein Bär über den Weg. Und dann habe ich ein Problem, weil dann muss ich diesen Bär nach Hause transportieren. Na gut, dann würde ich nach Hause gehen. Das Pferd vor dem Wagen spannen. Da, da ist er. Da ist er. So, mein Freund, du bist fällig. Ich pirsch ihn noch ein bisschen an. Aber ich glaube, das langt. Oh, das hat gesessen. Das hat gesessen. Headshot. So, bitte, lass mich noch schnell reisen können. Tun. Wunderbar. Wer wollt das jetzt? Ich muss aufpassen, weil hier in der Nähe könnte ein Bär sein. Liefer das Wildschwein. Ja, sauber. An Thomas. Ja, klar. Wer sonst? Nee, dann gehe ich jetzt kurz nach Hause, hole meine Brechstange. Das ist überhaupt eine gute Idee. Nee, das ist nicht mein Zuhause. Bei Thaddäus wohne ich noch nicht. So. Ja, mein Träger, ne? Als Mahnmal steht er da. Oh, ich pack mal die Knarre ein, sonst denken die, ich will den hier irgendwas. Als Mahnmal steht mein Träger da. Ich bewege den auch nicht mehr. Also bevor sich da nicht irgendwas tut, dass der nicht mehr so anfällig ist. Komm mal, Flauschi. Ja, du bist noch schön gestriegelt. Und wie ist es bei dir, Humpelpumpel? Auch noch. Wunderbar. So, einmal die Brechstange holen. Da, wo ist sie denn? Da ist sie. Wunderbar. Brechstange, die Heugabel kann jetzt mal weg. Das Wildschwein gebe ich jetzt ab. Genau. Ein paar Äpfel kann ich mir noch holen. Wo sind sie dann? Da, ja, 540. Komm, nehmen wir die 40 mit. So. Glatte 500 Äpfel. Und konsumiere ich mal gleich ein paar. So, ab zu Thomas. Genau. Ich trage zu viel? Die paar Äpfel jetzt? Ja gut, die Knarre kann weg. Die brauche ich ja jetzt auch nicht mitnehmen. Und Munition. Dann kommt das weg. Ja, siehst du, dann passt doch wieder. Zack. Ja, wunderbar. Pack mal die Bürste ein. Genau. So, ab auf den Markt. Ich glaube, es wird schon wieder dunkel, ne? Und morgen ist ja schon, ja, 17:57 Uhr. Und morgen ist ja schon, März. Da könnte man dann langsam schon anbauen mit dem, anbauen mit dem Anbauen. Anfangen mit dem Anbauen. Sehr schön. Gibt es eine Belohnung? Kohle. Liefer das Wildschwein. Habe ich gemacht. Es geht nichts um ein gebratenes Wildschwein. Jo, Aufgabe beendet. Krieg ich noch irgendwas? Nee. Kann ich helfen? Beeindruckendes Geweih. Okay, du willst ein Geweih haben. Das lässt sich machen, lieber Thomas. So, ich wollte jetzt eigentlich nochmal kurz zum Bunker laufen. Ja. Da gehen wir nochmal hin. Ja, Kasimir, das musst du mir nicht jedes Mal sagen. Das weiß ich, dass Frost in der Luft liegt. Junge, wir haben Winter. Da erzählst mir nichts Neues. So, laufe ich richtig hier? Ja. Okay, in die Richtung bin ich noch gar nicht so richtig gelaufen. So, ein Wald, da ist noch ein Stück Wald, ja. Na, ein bisschen mehr so. Warte mal. Irgendwie mit dem Licht reflektieren diese komischen Flecken da irgendwie mehr als ohne. Irgendwie ist das ohne besser. Das ist so wie wenn man Fernlicht anmacht bei Schnee. Siehst du auch überhaupt nichts. Ja, wenn es richtig schön schneit, nochmal das Fernlicht an. Das ist keine gute Idee. Okay, hier irgendwo soll ein Bunker sein. Ja, wie kannst du dich ein bisschen besser fühlen? Indem wir jetzt in den Bunker gehen. Ich muss mal auf den Boden gucken. Ich meine, hier liegen zwar keine
keine Warnschilder oder keine Absperrung, hätte ich bald gesagt. Das muss aber nicht heißen, dass es hier keine Minen gibt. Aber gibt es anscheinend tatsächlich keine. Das ist ja ein Ding. Ja, wunderbar. Dann sind wir da. Habe ich die Brechstange? Jo, Brechstange dabei. Ja, bewaffnet mit der Brechstange geht es dann nächste Folge in dem Bunker. Und ich hoffe, ihr bleibt dabei. Und wenn noch nicht geschehen, abonniert meinen Kanal. Würde ich mich sehr darüber freuen. Und aktiviert immer das Glöckchen. Kann ich nur empfehlen. Dann wisst ihr nämlich immer, wenn es bei mir weitergeht mit Farmers Life oder einem meiner anderen Let's Plays. Und dann würden wir uns in der nächsten Folge auch schon sehen, wenn wir in den Bunker gehen. Und ich sage bis dahin, ciao, ciao.